Hey und damit herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ja, es geht weiter mit den VGC, aka Doppelkampf-Guides. Das werden aber auf jeden Fall nicht die letzten Guides sein. Das wird jetzt nicht das letzte Guide sein. Deswegen lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich habe noch so viel in Planung. Ich werde auf jeden Fall, ich lese eure Kommentare. Ich werde auf jeden Fall noch ein Duellturm-Video hochbringen. Für die, die den Duellturm gerne spielen wollen. Ich habe noch 12 Sets gefunden, die ich euch gerne präsentieren will. Ich habe auch schon gesehen, Gengar, Lucario, ihr liebt diese beiden. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich die Guides auch und Singles, also Duellturm habe ich auf jeden Fall die beiden eingeplant. Und auch ein 6 gegen 6 Einzelkampfteam mit Gengar und Lucario tatsächlich ist auch in Planung mit dem Dr. Scizor. Der wollte auch mit mir zusammen so ein bisschen drüber gucken, was man draus machen kann. Die sind tatsächlich sehr gut kombinierbar, also hey, habt ihr gleich beide im Doppelpack in einem Team, für die, die Lucario und Gengar lieben. Aber hey, heute geht es aber erstmal um Carpels. Doch bevor wir auf die Basiswertsummen noch kommen, erstmal wieder nächster, welches Pokémon wollen wir als nächstes haben? Ich habe es schon letztes Mal in dem Video schon gefragt, Despota, Empoleon oder Hariyama. Ich habe die Results da noch nicht angeguckt, ich weiß nicht, wie es steht, aber schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr Despota, Empoleon oder Hariyama haben wollt. Ich glaube, es geht mehr in Richtung Despota aktuell noch. Was cool wäre, weil der Despota wird immer beliebter wegen Cresselia und ja, da gibt es auch einige Sets, die man spielen kann. Ich habe auch was richtig cooles gesehen, vor allem als Kreativset in dem einen Turnier, was ich vorgestellt habe. Also im ersten Victory Road Turnier, was ich da vorgestellt habe. Deswegen, also und im Podium generell auch, habe ich auch ein paar Sets gesehen. Hariyama sowieso, habe ich ja mein Perlu-Team. Ich habe das, by the way, heute hochgeladen, mein Perlu-Kampf aus dem, Turnier, Charity-Turnier. Und ja, kommen wir jetzt endlich zu Carpels. Hab euch jetzt genug warten lassen. Und zwar kommen wir zuerst mal zu den Basiswerten. Also Carpels hat nicht die besten Werte, das muss man sagen. 70 Initiative ist solide. Damit kann man viele defensive Pokémon überholen. Ist jetzt kein Togekiss, auch kein Knallkrack, aber ein Cherox kann man überholen. Und das wird eben noch sehr wichtig sein. Wir haben 60 Spezialverteidigung, 80 Verteidigung, 60 KP. Der überlebt nicht viel. Also da muss man wirklich gucken, dass man mit dem schneller agiert oder einen Fokus gut trägt, weil der überlebt halt nichts. Vor allem sehr effektive Attacken nicht, aber resistierte Wasserattacken, auf die überlebt er. Aber wenn dann so ein Eisstrahl zum Beispiel von einem Wasser-Pokémon kommt, ist es schon ein bisschen wieder kritisch. 60 Spezialangriff überhaupt nicht gebrauchbar und das Beste, was er halt hat, und das hat er dann halt wirklich, ist der Angriff mit 130, mit 130. Den werden wir auch exzessiv nutzen. Also der 130er Angriff ist sehr, sehr wichtig. Es hat eine gute Fähigkeit und zusätzlich hat es auch gute Attacken. Weswegen Carpels trotzdem ein gutes Mon ist, auch wenn seine Basiswerte außer dem Angriff nicht wirklich gut sind, ne? Also oftmals muss ein Pokémon nicht unbedingt immer gute Basiswerte haben, damit er auch wirklich gut ist. Pixie zum Beispiel hat überhaupt keine guten Basiswertsachen, aber die Fähigkeiten, Attacken und das Typing macht halt so viel aus, dass es halt eben doch ein gutes Pokémon ist. Und das ist bei Carpels so ähnlich. Deswegen lasst euch davon irgendwie nicht verwirren, dass der irgendwie nur 130 Angriff hat und sonst nichts gefühlt. Der ist wirklich ziemlich, ziemlich cool und der ist auch sehr von der Usage her gestiegen, zusammen mit Despota, weil Despota eine Gefahr für Cresselia ist. So, kommen wir zum ersten und tatsächlich Standard-Set, dem beliebtesten Set. Und zwar ist es das Fokusgurt-Set. Also es ist halt sehr einfach erklärt eigentlich. Du willst voll Initiative, voll Angriff gehen, damit überholst du auch Cherox. Patronip tankst du sowieso, würde ich mal vermuten, weil die Verteidigung ist jetzt nicht so kacke. Außer ist auch so plus 2, das ist ein bisschen was anderes. Aber damit überholst du halt wirklich schon gut so ein bisschen so defensivere Sachen. Als Togekiss überholst du nicht, außer sie sind sehr defensiv. Aber ich habe ja schon gezeigt letztes Mal, dass man mindestens auf Carpels Speed creepen sollte, wenn man Togekiss baut. Deswegen, ja, wäre das sogar ein schlechtes Togekiss in meinen Augen. Damit überholt man auch auf jeden Fall, ja gut, Trick und Cresselia sowieso, ne? Ansonsten voll Angriff, den 130 Angriff wollen wir nutzen. Und das Ziel von Carpels ist halt, ein Lied zu nehmen, deswegen der Fokusgurt. Und dann mit Pilzspore etwas einzuschläfern. Und wenn man mit Pilzspore etwas einschläfert, ist der Gegner schon mal ziemlich eingeschränkt, sofern er keine Brunusbeere trägt. Weil Schlaf ist hier besonders gut, dadurch, dass es eben nicht die Safety Goggles gibt, zu Deutsch die Schutzbrille gibt, womit man Puderattacken abwehren könnte. Die gibt es halt in diesem Gen, in dieser Gen. Ich weiß, sie in Gen 5 rauskam und wir Gen 4 spielen. Deswegen ist hier Schlaf wie Pilzspore ziemlich gut. Und das ist der schnellste Pilzsporen-User, wenn ich mich nicht irre. Nein, irre ich mich nicht. Deswegen ist er halt wirklich an der Stelle auch sehr gut. Kugelsatt ist super, weil der macht halt unglaublich viel Schaden an der Stelle.
weil das mit Technica verstärkt wird. 37,5 müsste es sein, wenn ich mich nicht irre. Ist eigene Kugelsaat. Das heißt, dann haben wir 75, genau. 75 sind zwei Kugelsaat. Wenn du dann noch eine dritte kriegst, dann könnt ihr euch das ausrechnen. Also es ist dann sehr stark. Und mit 130 Angriff ist es umso stärker. Und mit Schutzschild willst du so ein bisschen den beschützen, weil oftmals kann es auch passieren, dass die Leute doppelt auf Carpels gehen, damit er sehr schnell weg ist, um nicht eingeschleppert zu werden. Und wenn du da ein Schutzschild drauf drückst, hat der Gegner eine Nullrunde und dann kannst du mit dem Pokémon nebendran Work machen oder irgendwas safe reinkriegen, was dann die anderen beiden Pokémon oder auf einen von den beiden Pokémon Druck ausübt. Und das ist sehr von Vorteil. Ja, ansonsten vielen Spezialverteidigungen können auch vielen Verteidigung packen. Von mir aus vielen KP, ist eigentlich egal, weil er ist sowieso Fokusgurt an der Stelle. Ja, das ist das Standardset, das ist so das beliebteste Set. Dann als nächstes haben wir noch das Leben-Orb-Set tatsächlich. Da braucht man auf jeden Fall da braucht man auf jeden Fall Spotlight-Support, finde ich, weil sonst kriegt man den Schwertanz nicht raus, dadurch, dass er eben so defensiv, nicht defensiv ist. Wenn du Spotlight mit Togekiss zum Beispiel drückst und dann Schwertanz, kannst du mit Tempui plus 2 Leben und halt einfach Leute, Pokémon rausnehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Du brauchst dann nicht mal unbedingt schnell sein. Und wenn du dann plötzlich schnell bist, kannst du das mit Kugelsaat dann auch die Mons rausnehmen. Optional, was man natürlich machen kann, das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Diese ganzen K-Pilze, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, also Leben auf dem Fokusgurt, die könnt ihr auch mutig spielen, Voll-KP, Minus-Initiative, 0 DV-Initiative, wenn ihr Bizarro-Raum spielt. Die Option habt ihr auch. Der hat zwar 70 Initiative, aber... und wird sozusagen von vielen Pokémon überholt im Bizarro-Raum, aber viele anderen gefährlichen Pokémon überholt er wiederum. Und das ist halt das kann halt schon ein Vorteil sein, ja. Deswegen, wenn ihr Bizarro-Raum irgendwie hart spielt und Kappels haben wollt, könnt ihr den auch wirklich mutig Voll-Angriff, Voll-KP spielen. Dann lebt er vielleicht auch mal einen neutralen Hit besser als gedacht. Gut, dass ich den Abschluss gefunden habe. Dann zu guter Letzt, und das ist jetzt noch das letzte Set, was ich sehe, das spielt man tatsächlich im Einzelkampf auch. Also das ist ein Set, das ist auch für Einzelkampf gedacht tatsächlich, lustigerweise. Und zwar spielen wir Vollinitiative Walschal mit Pilz, Spore, Kugelsaat, Tempo im Felsgrab. Man kann theoretisch, ich weiß, Walschal, Pilzspore ist ein bisschen komisch, aber ihr könnt theoretisch Mogli, Walschal, Pilzspore drücken, was sowas wie X-Bad einschläfern und dann halt einfach mit Kapilz rausgehen. Wenn ihr sowas wie Arcani habt, was zum Beispiel safe reinkommt, ist halt verfordert. Oder wenn ihr Heatran habt, was safe reinkommt, wenn da ein Togekiss ist, dass ihr da die Flugattacke damit abfängt. Und ja, ansonsten Walschal, Kugelsand, Tempo-Heap ist halt ziemlich geil. Und nee, Tempo-Heap müsst ihr nicht spielen, spielt lieber Kraftwelle. Also bei mir in der Grafik ist jetzt noch Tempo drin, aber ich würde da, wenn ich Walschal spiele, Kraftwelle spielen tatsächlich. Ja, spielt lieber Kraftwelle, weil das hat eine 60er Stärke und kann paralysieren. Das ist halt übelst gut. Also 60 und dann mit Techniker 90. Und ihr braucht die Priorität nicht zwanghaft, wenn ihr Walschal seid. Also könnt ihr gebrauchen, um vielleicht andere Prioritäten zu überholen, aber es lohnt sich eigentlich nicht. Und das letzte ist halt der Felsgrab. Damit könnt ihr die Initiative senken und Flug-Pokémon auf jeden Fall ziemlich viel Schaden reindrücken. Ja, das ist so ein Walschal, wie gesagt, Kapels. Nicht das beliebteste Set, das Fokusgurt-Set ist halt somit das beliebteste. Leben-Orb ist dann auch noch sehr, sehr beliebt und dann schlussendlich halt Walschal. Das sind halt die einzigen Sets, die wirklich gut nutzbar sind. Aber ja, doch, genau, passt so. Dann kommen wir nun endlich zu den Gefahren. Also die Gefahren sind hier in meiner Meinung auf jeden Fall Cresselia, weil er kann Cresselia nicht bieten, außer mit Pilzspore. Aber das kann man eigentlich zu jedem, fast jedem Mon sagen, außer Hariyama. Und Hariyama dann auch natürlich nur, wenn der Heißorb aktiviert ist. Aber Cresselia ist echt nervig. Wenn du da irgendwie ganz gut gegen Pilzspore aufgestellt bist oder den Bizarro halt draußen hast, dass es nicht gerade mit Bizarro und Carpels ist, dann kannst du mit Psychokinese den einfach rausnehmen, Double Up, und das ist schon ein bisschen kritisch. Muss schon Schwertanz leben und mit Kugelsaat halt Schaden machen, aber das ist alles so ein bisschen schwierig. Nocturne ist ein bisschen problematisch, weil er hat sowohl Bedroher als auch den Mogelhieb und das ist halt für Carpels auch ziemlich nervig, weil er da drauf immer Schutzschild drücken muss und dann kann der Gegner eben was machen, was ihn halt sehr weit nach vorne bringt. Togekiss ist eine Gefahr, weil der eine Flugattacke und vor allem ein Spread-Feen-Attack hat, die Kappels halt tötet. Also wenn ihr da
das Erdbeben, Zauberstein drüber, mit Knackrack und Tokes Lieden. Und ihr habt Kappels draußen, ist Knappel, dann ist Kappels halt praktisch tot. Wenn es eine Fokus-Code-Variante ist und ihr kein Mugli zum Beispiel jetzt geleadet hättet, dann würdet ihr einfach Zauberstein Erdbeben drücken und dann wäre das halt Geschichte. Deswegen Tokes auch eine sehr große Gefahr. Das Beste, was man machen kann, ist einschläfern. Dann natürlich, wie schon bereits angekündigt, Hariyama. Also wenn Hariyama leadet mit Mugli, könnt ihr den Heißhop safe aktivieren. Wenn der Heißhop aktiviert ist, kann er nicht mal einschläfern. Und sofern Kappels dann irgendwie Lehmob hat oder Angriffs- oder schon gesetupt ist mit Schwertanz, wird Hariyama auf jeden Fall immer ein Leben und den rausnehmen können. Und vor allem im Bizarro-Raum ist es halt schneller und kann das Ding halt auch einfach rausnehmen. Akani ist ein Problem wegen Bedroher und Hitzewelle und generell, dass er ein Feuer-Pokémon ist, da kann Kappels halt nicht viel machen. Also, und vor allem, wenn er dann Bodyguard, weiß nicht, ob Akani Bodyguard in der Generation noch hat, das kann sehr gut sein. Wenn er den hat, ist das nochmal eine extra natürlich Gefahr für Kappels, weil man dadurch Schlaf verhindern kann natürlich. Das ist so eine Sache. Und sogar zu guter Letzt noch Xerox, vor allem weil Xerox oft mit Brunosbeere gespielt wird. Der wird dann nicht eingeschläfert und dann kriegt man vielleicht einen Schwertanz und einen Patronibraus. Oder kriegt zweimal Patronibraus, bricht den Sash und dann im Anschluss tötet man es und dann hat Kappels halt effektiv nichts getan. Also das sind auf jeden Fall ein paar Gefahren. Es gibt safe noch andere Gefahren, aber das sind jetzt die mir so spontan am ehesten eingefallen sind. Kommen wir nun zu den Partnern. Also so Sachen wie Cresselia und Tokes sind nicht nur Gefahren, sondern auch gute Partner. Weil Kappels auf jeden Fall irgendwas einschläfern kann, was Cresselia gefährlich wird. Oder Prezzard halt auch sowas wie Despota, was man jetzt häufiger spielt gegen Cresselia. Weil man eben den Tempo-Hieb hat und der kann halt Despota ziemlich gut einschränken, ja. Das ist so eine Sache. Deswegen ist Cresselia auch auf jeden Fall ein sehr guter Partner. Und da kann auf jeden Fall Kappels auch irgendwas einschläfern, noch zusätzlich, damit Cresselia sich setupen kann. Tokes ist nützlich, sofern kein anderes Tokes ist, kann er auf jeden Fall immer Spotlight drücken und man kann immer Spotlight Pilzspore drücken, das ist immer ein Play. Man kann Schutzschild und dann Spotlight Pilzspore auf irgendwas drücken. Ja, also ist schon ziemlich nice an der Stelle, muss man sagen. Und man kann dann sozusagen mit Pilzspore plus Zauberschein oder sowas auch übelst gut schon mal andamagen für was späteres. Heatran ist super geil, weil Tokes ist ein Problem, aber gleichzeitig auch sowas wie Xerox hatten wir jetzt. Und die beiden können halt nicht viel gegen Heatran anstellen. Wird meistens empfehlen, natürlich dann Schuka-Beere auf Heatran zu spielen gegen Knackrack, weil Knackrack Tokes ist jetzt kein unbeliebter Lead. Aber wenn Leute Xerox und Tokes leaden, dann ist halt Heatran super geil, weil sie Angst vor Breloom haben. Und deswegen Heatran super, super gut auf jeden Fall. Zwar killt man mit der Flashcan das Tokes nicht, aber wenn man mäßig ist, kann man vielleicht mit Tempo Heap und dem Flashcannon das Tokes töten oder gekillt bekommen. Das Heatran muss halt nur outspeeden, es kommt halt drauf an, wie schnell dann das Tokes ist. Manchmal kann man das nicht so schnell spielen, oder man denkt sich halt, okay, ich will Heatran, also Heatran kann ich eh nichts machen, da kann ich auch gleich langsamer sein als der. Es juckt eh nicht, will er den Bürger einen Spezialangriff haben. Da muss man mal schauen. Aber ja, prinzipiell Heatran auch super, super geil, weil er halt, wie gesagt, Tokes und Xerox ziemlich in die Schranken weiß, was für Kappels halt sehr nervig ist. Und dann zu guter Letzt noch Rotom Wash habe ich jetzt noch gewählt, weil der die ganzen Feuer-Pokémon auf jeden Fall supportet. Nicht supportet, aber Kappels supportet gegen die Feuer-Pokémon. Und auch Tokes zum Beispiel mit Donnerblitz Druck ausübt, mit Volt Switch rauswechseln kann, vielleicht Schutzschild, Volt Switch raus, Rotom in irgendwas anderes rein, Hydropumpe, generell ehrlich, ist ja auch ganz gut gegen sowas wie Knackrack. Zwar ist man gegen Knackrack gut aufgestellt mit Kappels, aber wäre auf jeden Fall auch schon mal ganz gut, den verbrannt zu bekommen. Und dann vielleicht sport man halt einfach das Knackrack. Oder man drückt Irrlicht, entfernt die Brunosbeere damit durch den Burn und dann kommt im Anschluss die Pulsspore. Das könnte natürlich auch so ein Play sein, den man sehen könnte. Einfach eben die Brunosbeeren zu entfernen. Ja, das sind auf jeden Fall die Partner. War jetzt ein relativ kurzes Tutorial dazu oder ein kurzer Guide dazu, weil es ist halt, Kappels musst halt einfach gut in dein Team einbauen, aber prinzipiell ist es eigentlich sehr simpel mit dem zu spielen. Der soll halt einfach Damage drücken oder Chip Damage drücken und etwas einschläfern. Und generell der Einschläferfaktor ist halt sehr wichtig. Aber auch so halt Spotlight Schwertanz ist halt super geil. Aber man muss nicht unbedingt Schwertanz spielen, man kann auch Spotlight Lebenorb mit Pilzspore spielen, aber ich würde eher da Schwertanz spielen.
Und das Walsh ist jetzt halt ein bisschen kreativer, das ist eher so ein Einzelkampf-Set, aber man kann das auch im VOGC noch nutzen, das ist schon okay. Das kann halt für einige Überraschungen sorgen. Es gibt schon viele Verhöhner-Pokémon, die Cresselia halt verhindern wollen, dass er dass er den Bizarraum rausholt, wenn du damit Walsh halt zum Beispiel Pilzspore so ein X-Bud zum Beispiel einschläferst. Deswegen haben wir auch voll Initiative gespielt, weil dadurch überholst du X-Bud mit einem Punkt, lustigerweise. Da kannst du auf jeden Fall mit Cresselia den Bizarraum safe rausholen. Und wenn X-Bud zum Beispiel schläft und das andere Pokémon gegen Hariyama nicht viel kann, kannst du auch Kapels halt wieder rausswitchen dafür. Und ja, genau, das war's zu Kapels. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr haben wollt. Despota, Impoli und Hariyama. Aktuell sieht es auch nach Despota aus, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und nice live. Macht's guti!